Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Analyse einer Gegebenheit, bei der Lutz Bachmann eine ARD-Journalistin auflaufen lässt, als sie ihn probiert, mit Fangfragen blöd aussehen zu lassen. Ein Kommentator hatte mich auf das Video aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Ich spiele euch im Folgenden das Video erst einmal in voller Länge vor. Dürfen wir Sie was fragen? Wir sind von der ARD Kontraste. Was sagen Sie denn zu dem Mord an Herrn Lübcke, dem Politiker, durch Herrn Rechtsextrem? Was sagen Sie zu dem Mord an Lübcke? Beurteilen Sie den Mord durch Herrn Rechtsextrem? Haben Sie eine Schere? Nee, ich frage Sie, ob Sie den Mord an Lübcke verurteilen. Das ist ja schlecht. Keine Schere? Irgendein kleines Messer oder so? Was sagen Sie denn dazu, dass auf der Pegida-Seite Leute schreiben, ihre Anhänger, ein Müllsack sei für Lübcke noch zu schaden? Sie haben keine Schere dabei? Wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Ich rede gerade über einen Mordfall mit Ihnen. Sie haben angefangen damit, mich zu verarschen. Es geht um einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere oder nicht? Ich rede mit Ihnen über einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere? Ich rede über eine Schere. Ah, ich hab's hinbekommen. Danke. Jetzt haben Sie es ja geklärt mit der Schere. Kann ich Sie jetzt fragen? Ja, immer noch nicht ganz. Vielleicht haben Sie doch mal irgendwas eingestellt. Können Sie mal stehen bleiben? Oder fragen Sie mal einen von Ihren Spezialisten. Jetzt habe ich's. Ein Traum. Was sagen Sie zu dem Mordfall? Können Sie es mal kurz halten? Nee. Ach, ist ja schade. Dann muss ich Irgendwie hinterlässt Bachmann einen coolen Eindruck. Woran liegt das? Gehen wir das Video Stück für Stück durch. Dürfen wir Sie was fragen? Wir sind von der ARD Kontraste. Was sagen Sie denn zu dem Mord an Herrn Lübcke, dem Politiker, durch Herrn Rechtsextrem? Was sagen Sie zu dem Mord an Lübcke? Beurteilen Sie den Mord durch Herrn Rechtsextrem? Betrachten wir zunächst die Frage. Welchen Zweck hat eine Frage, deren Antwort eigentlich schon völlig klar ist? Bachmann kann hier nur antworten, er verachtet vielleicht Lübcke, er teilt seine Ansichten nicht, er findet vielleicht sogar, dass er in ein Gefängnis gehört, aber ein Mord ist natürlich nicht in Ordnung. Dazu kommt natürlich das Problem, für Bachmann, über Tote redet man nicht schlecht, das heißt, er würde sich hier zurückhaltend äußern, wie man es eben höflicherweise macht. Das heißt, es ist hier kein großer Wissensgewinn durch diese Frage erwartbar. Die ARD beweist auch hier wieder, dass sie ihrem Auftrag nicht gerecht wird. Warum stellt man eine Frage, die nichts bringt, die keinen Wissensgewinn bringt? Und warum stellt man diese Frage mit so einem großen Nachdruck? Und es ist schon relativ eindeutig, es geht ja darum, Bachmann zu drangsalieren. Und wie kann sie ihn nun drangsalieren? Man könnte ja sagen, okay, er beantwortet die Frage, dann hat er sie halt beantwortet, ist ja egal. Den Öffentlich-Rechtlichen geht es darum, Bachmann mit dem Lübcke-Mord vor dem Zuschauer in Verbindung zu bringen, Sendeminuten damit zu füllen. Wenn die Person Bachmann zusammen mit dem Thema Lübcke gespielt wird, zusammen mit dem Thema Rechtsextremismus gespielt wird, entsteht beim Zuschauer eine Verknüpfung, automatisch. Und zwar je länger und je öfter die Wiederholung ist, umso stärker. Bachmann kann durch die Beantwortung der Frage nichts gewinnen. Wenn er sie moderat beantwortet, sagt, es ist zu verurteilen, egal was Bachmann gemacht hat, dann wird er als unglaublich würdig hingestellt vor seinen Anhängern, weil sie haben vorher sich sehr kritisch gegenüber Lübcke geäußert. Wenn er sich jetzt auch wieder kritisch äußert, dann wird Kontraste sagen, selbst nach seinem Tod könnte er sich doch moderater äußern. Egal wie Bachmann antwortet, Kontraste kann es immer negativ auslegen gegenüber Bachmann und wird das auch tun. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, ja, jetzt sage ich das und das, begründen, dass die Frage schlecht ist, aber vielleicht habe ich die Frage ja nicht verstanden. Vielleicht haben die Journalisten ja eine geheime Superausbildung und das ergibt doch Sinn. Die haben es alle nur nicht verstanden.
Dann muss man sich aber die Frage stellen, warum wird ein Habeck, eine Claudia Roth nicht in gleicher Weise befragt, wenn ein Ehrenmord passiert oder wenn irgendein Flüchtling wieder irgendeine Gewalttat gemacht hat, wenn ein Schwertmord passiert ist. Dann könnten die ja genauso, müssten sie dann im Umkehrschluss die Grünen befragen oder Angela Merkel. Zum Beispiel in der Art wie, Frau Merkel, was sagen Sie zu dem Mord an so und so durch einen illegal Eingereisten? Was sagen Sie dazu? Bedauern Sie die Tat durch einen illegal Eingereisten? Und wenn Frau Merkel dann antwortet, dann immer wieder nachbohren. Was sagen Sie dazu, dass er illegal eingereist ist? Haben Sie 2015 einen Fehler gemacht? Hätten Sie das und das machen können? Bedauern Sie die Tat immer wieder und immer wieder. Was hätte man 2015 anders machen müssen? Haben Sie gegen Recht verstoßen? Oder an Claudia Roth. Was sagen Sie dazu, dass linksextreme AfD-Stände angreifen? Was sagen Sie dazu? Bedauern Sie die Tat durch Linksextreme? Haben die Grünen ein linksextremes Problem? Haben die ganzen Altparteien ein linksextremes Problem? Wie wir genau wissen, diese Fragen werden nie gestellt. Die Themenlenkung dahin erfolgt nicht. Wenn diese Fragen gestellt würden, die Aufmerksamkeit dafür wäre für die Altparteien negativ. Und genauso ist hier die Frage an Bachmann, ist nur dafür gedacht, Bachmann negativ darzustellen. Das ganze Geld für die Journalistin wird nur zu Propagandazwecken ausgegeben. Negativpropaganda gegen Bachmann und Pegida. Hier geht es nicht um Wissensgewinn, hier geht es um Diffamierung. Beim Hallenattentat war es so, wir hatten zwei Tote, aber es war ein Rechtsextremer. Die ganzen Zeitungen berichten darüber tagelang, alles ist voll damit. Es passiert ein Schwertmord in Stuttgart, man hört gar nichts. In Köln die Silvesternacht, gar nichts. Auch hier wieder macht die ARD-Journalistin das Gleiche. Sie schweigt. Werfen wir noch einen Blick auf die Körpersprache. Die Körpersprache sagt viel über die soziale Dynamik zwischen zwei Personen aus. Wenn eine Person eine andere anguckt, ihr zugewendet ist, dann gibt diese Person der anderen Person ihre Energie. Wenn jetzt die andere Person in eine andere Richtung guckt, dann gibt sie ihre Energie woanders hin. Also in dem Fall Person A gibt Person B die Energie, aber Person B gibt nicht die Energie zu Person A. Wenn das länger anhält, entsteht ein soziales Gefälle. Dann steht Person A unter Person B. Und das sehen wir hier auch bei Bachmann. Die Journalistin ist Bachmann zugewendet, aber Bachmann ist nicht ihr zugewendet. Und das wird in dem Gespräch länger anhalten. Diese soziale Dynamik erfasst alle Beteiligten. Psychologisch. Person A, Person B und alle Zuschauer. Und zwar umso mehr, je länger die Situation so anhält. Das heißt, Bachmann setzt allein schon ein Zeichen dadurch, dass er sich der Frau nicht zuwendet. Die Frau stellt eine fiese Fangfrage. Wenn er sich jetzt ihr zuwendet und seine Energie ihr gibt, dann ist er schon ein bisschen betröppelt, kann man sagen, weil sie ja nichts Gutes mit ihm im Schilde führt. Umgekehrt wird sie jetzt eine höfliche Frage gestellt, eine normale Frage, und er wendet ihr nicht seine Energie zu, dann ist es unhöflich. Weil das ist natürlich, man würdigt damit jemanden herab. Aber in dem Fall ist es angebracht, weil ja die Frage, wie wir geklärt haben, eine Fangfrage ist. In dem Moment, wo Bachmann ihre Frage beantwortet, ist sie der dominante Part. Zwar geben sich jetzt beide gegenseitig die Energie, aber die Journalistin bestimmt das Thema. Das heißt, sie gibt das Thema vor, also sie agiert, er reagiert auf sie. Er macht das, was sie will. Das nutzen Journalisten generell aus, um eine dominante Rolle zu bekommen, auch gegenüber der AfD. Sie sind die Richter, die AfD-Politiker probieren, der Presse zu gefallen, indem sie die Frage möglichst gut beantworten wollen. Immer, wenn man auf jemanden reagiert, also ihm den Gefallen tut, die Frage zu beantworten, dann gesteht man ein Stück weit Dominanz der anderen Person zu. Da es sich bei den Journalisten aber um politische Aktivisten handelt, gesteht die AfD damit automatisch dem Gegner Dominanz zu, was verheerend ist. Was sagen Sie zu dem Mord an Lübcke?
Beurteilen Sie den Mord durch einen Rechtsextremen? Haben Sie eine Schere? Nee, ich frage Sie, ob Sie den Mord an Lübcke verurteilen. Das ist ja schlecht. Keine Schere? Warum ist diese Antwort so gut? Die meisten AfD-Politiker hätten jetzt probiert, irgendeine Antwort auf die Frage zu finden. Und genau da liegt der Fehler. Richtig ist, eine Gegenfrage zu stellen. Eben keine Antwort zu geben. Wenn Sie antworten, gestehen Sie der Interviewerin die Richterrolle zu. Sie richten sich nach dem, was sie will. Sie probieren, ihr zu gefallen. Indem Bachmann diese Gegenfrage stellt, auch noch eine besonders banale Gegenfrage, würdigt er die Frage herab auf das Niveau, ob er eine Schere braucht. Also er macht damit deutlich, die Frage ist intellektuell so schlecht, so nicht beachtenswert, dass es für ihn sehr viel wichtiger ist, seine Packung aufzukriegen mit der Schere. Die Reporterin mit ihrer Drangsalierungsfrage spielt für ihn keine Rolle, weil sie so unwichtig ist, so irrelevant ist, so nicht beachtenswert ist. Und die niederträchtige Frage der Reporterin hat genau dieses Framing verdient und kein anderes Framing. Wenn jetzt Bachmann auf die Frage antworten würde, würde er die Frage nur aufwerten. Nur auf diese Weise kann dem Zuschauer auch vermittelt werden, dass Bachmann so über die Frage denkt. Wenn jetzt Bachmann sagen würde, ich finde diese Frage total doof, mir ist meine Schere wichtiger als Ihre Frage, ich konzentriere mich nur auf meine Schere, auf meine Packung, dann würde er genau unter Beweis stellen, dass es nicht so ist, weil er sich ärgert über die Frage. Immer wenn man emotional auf etwas reagiert, dann gesteht man diesem Ereignis Wichtigkeit zu. Und wenn man nicht reagiert, dann ist es unwichtig. Das heißt, in dem Moment, wo er sich ärgert, signalisiert er dem Zuschauer, dieser Vorfall ist mir wichtig. Und dann konterkariert er seine Aussage, dass es ihm unwichtig ist. Und er steht einfach nur doof da. Die einzige Art und Weise, glaubwürdig zu vermitteln, diese Frage ist mir nichts wert, ist genauso, wie Bachmann es hier macht. Sein Körper ist von ihr weggedreht. Sie redet und er bleibt auch ganz freundlich. Er wird nicht unhöflich, weil er ist gedanklich woanders. Seine Realität ist woanders. Diese Frau kann ihn nicht belästigen. Irgendein kleines Messer oder so? Was sagen Sie denn dazu, dass auf der Pegida-Seite Leute schreiben, ihre Anhänger einen Müllsack sei für Lübcke noch zu schaden? Sie haben wirklich keine Schere dabei? Die Journalistin glaubt vielleicht an einen Zufall. Glaubt, dass er wirklich an seine Packung denkt. Und probiert es nochmal. Sie probiert eine zweite Fangfrage zu stellen, die, wenn Bachmann sie beantworten würde, es immer negativ für ihn wäre. Sofort in dem Moment, als Bachmann das bemerkt, stellt er wieder eine Zwischenfrage. Sein Körper bleibt von ihr weggedreht. Und je länger diese Situation anhält, desto stärker festigt sich dieses soziale Gefüge, mental bei allen Beteiligten. Bei ihr, bei ihm und beim Zuschauer. Und dieses soziale Gefüge wirkt sich psychologisch auf die Beteiligten aus. Das heißt, es wirkt sich auf sie aus. Sie spürt seine Dominanz, umso länger die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist. Noch aber glaubt die Reporterin an einen Zufall. Sie probiert, den Druck auf Bachmann zu erhöhen, um die Antworten zu bekommen, die sie will. Bachmann dazu zu bringen, so zu handeln, wie sie es geplant hat. Wollen Sie mich jetzt verarschen, oder was? Ich rede gerade über einen Mordfall mit Ihnen. Sie haben angefangen damit, mich zu verarschen. Die Reporterin pokert und spielt Empörung vor. Sie weiß genau, welche Frage sie gestellt hat. Dass es eine Fangfrage ist und dass Bachmann auf jeden Fall verliert, wenn er die Frage beantwortet. Und sie möchte jetzt alles daran setzen, dass er das auch tut. Dass er die Frage stellt und verliert. Es ist ein Problem in unserer Gesellschaft, dass diese Reporterin so frech sein kann, so unverschämt sein kann, andere ins Verderben zu locken, so zu pokern und ihr am Ende nichts passieren kann. Das Einzige, was ihr passieren kann, ist, dass er eben nicht antwortet. Oder dass er, wie wir gleich sehen, die Gegenfrage stellt, sie haben noch damit angefangen. Bachmann hat das Spiel durchschaut. Genauso wie die Reporterin testen alle Linken, in Anführungszeichen Linken, ihre Grenzen aus und haben bereits in der Vergangenheit gemerkt, sie können machen, was sie wollen,
Sie können so unredlich und frech sein, wie es nur irgendwie geht, und sie haben nichts zu befürchten, wie hier. Das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, dass sie so etwas machen kann und sie nichts zu befürchten hat. Das ist wahrscheinlich ein Systemproblem, das wir hier haben. Es geht um einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere oder nicht? Ich rede mit Ihnen über einen Mord an einem Politiker. Haben Sie eine Schere? Ich rede über eine Schere. Mit ihrem Lachen am Ende verrät die Reporterin, dass sie getestet hat, dass sie ein Spiel gespielt hat. Und sie respektiert Bachmann dafür, dass er nicht auf sie reingefallen ist. Dass er zum inneren Club derjenigen gehört, die verstehen, was Sache ist, was gespielt wird. Man wird im folgenden Ausschnitt auch gleich sehen, dass ihr Tonfall jetzt deutlich freundlicher wird. Ich habe ja schon in anderen Videos erläutert, dass ich denke, dass die Journalisten einen Minderwertigkeitskomplex haben, dadurch, dass sie ständig über Leute berichten, die wichtiger sind als sie, und wo sie wissen, dass sie niemals die Wichtigkeit haben werden, die diese Leute haben werden. Indem Bachmann die Gegenfrage stellt, sie haben doch damit angefangen, mich zu verarschen, gesteht er der Journalistin Intellekt zu. Er hält sie nicht für dumm. Und das wahrscheinlich gefällt auch dieser Journalistin. Das stimmt sie positiv gegenüber Bachmann. Und überhaupt, glaube ich, würden sich viele Journalisten respektiert fühlen, wenn die AfD-Leute nicht auf sie reinfallen, sondern ihnen eben diesen Intellekt zugestehen, die Bachmann ihr auch indirekt zugesteht, indem er eben sagt, dass sie ihn verarscht. Wenn er nicht an die Verarschung glauben würde, dann würde er sie für dumm halten. Ah, ich hab's hinbekommen, Mann. Jetzt haben Sie es ja geklärt mit der Schere. Kann ich Sie jetzt fragen? Ja, immer noch nicht ganz. Vielleicht haben Sie doch mal irgendwas eingestellt. Können Sie mal stehen bleiben? Oder fragen Sie mal einen von Ihren Spezialisten. Jetzt habe ich's. Ein Traum. Bachmann bleibt hier leider unkonkret und belässt es dabei. Dabei hätte er die Gelegenheit nutzen können, um inhaltlich mit der Journalistin abzurechnen. Wobei natürlich wichtig gewesen wäre in dem Fall, dass ein Dritter die Szene filmt. Weil in dem Fall hätte Kontraste es wahrscheinlich nicht gesendet. Die Journalistin ist mit den zwei Fragen ein Risiko eingegangen. Wenn Bachmann darauf reinfällt und die Fragen beantwortet, dann hat sie gewonnen. Dann ist Bachmann, können sie Bachmann schlecht darstellen in ihren Berichten, dann hat es sich für sie ausgezahlt. Aber in dem Moment, wo Bachmann die Fragen aufgreift, die Fragen sind im Raum, sie sind gestellt, kann Bachmann die Fragen gegen die Journalistin verwenden, kann er sie gegen die Öffentlich-Rechtlichen verwenden. Er kann deutlich machen, um welche Art von Fragen es sich handelt, und dann kommt die ARD-Journalistin da argumentativ nicht mehr raus. Also er hätte in dem Moment die Schlinge zuziehen können, um ihren Hals, und sie dann nicht mehr drauf entlassen können. Und hätte deutlich machen können, einfach anhand der beiden Fragen, wie niederträchtig die Öffentlich-Rechtlichen und wie niederträchtig auch sie ist, hätte es so weit bringen können, dass der Zuschauer sich fragt, wie diese Frau überhaupt morgens in den Spiegel schauen kann. So hätte er sie demontieren können inhaltlich. Und sie hat das Problem, sie hat die Fragen gestellt. Sie kann da nicht mehr von runter. Aber eben, man muss eben schlagfertig sein, muss das auf dem Schirm haben und muss das dann aufgreifen können. Ein Minuspunkt für Bachmann ist, dass er unkonkret geblieben ist. Er hat richtigerweise gesagt, dass die Journalistin ihn verarscht hat, dass sie angefangen hat, ihn zu verarschen. Aber der ARD-Kontraste-Zuschauer kann es jetzt so interpretieren, dass er jetzt nicht weiter auf sie eingeht, dass er ihr ausweicht, dass er keine Antwort weiß. Dabei hätte er einfach die Fragen aufgreifen müssen und einfach noch ein bisschen beschreiben müssen, warum sie Verarsche sind. Und wie gesagt, dann hätte er die Journalistin völlig zerstören können. Aber indem er unkonkret bleibt, ist es ein bisschen wie ein Putt. Sie stellt die Frage, er antwortet nicht. Aber der Zuschauer kann es, wie gesagt, auch so interpretieren. Er weiß keine Antwort und sagt deshalb nichts. Ihm fällt nichts ein. Nur aus diesem Grund hat wahrscheinlich auch ARD Kontraste den Beitrag gesendet, sodass wir ihn überhaupt sehen können.
Ansonsten hätte natürlich ein Dritter die Szenerie filmen müssen, weil wenn Bachmann die Journalistin zerstört hätte, inhaltlich wegen ihrer Fragen, dann hätte Kontraste es natürlich nicht gesendet. Und nur so kommen wir überhaupt in den Genuss, das zu sehen. Weil Kontraste gedacht hat, sie könnten diese Szene gegen Bachmann verwenden. Die Zuschauer würden sie gegen Bachmann auslegen, aber anscheinend haben sie das mit der Schere, das haben sie nicht verstanden, wie stark das von Bachmann war. Weil sonst hätten wir das gar nicht gesehen. Interessant ist, dass Bachmann hier auf eine Art und Weise verfahren ist, wie es Pickup-Artists auch machen würden, um Frauen zu verführen. Oder überhaupt, wie es gehen würde im Geschäftsleben oder eben um vor Frauen attraktiv zu erscheinen, wie man in so einer Situation handeln müsste. Die Frauen testen ja normalerweise auf Dominanz. Das heißt, sie, also was heißt normalerweise, jedenfalls öfters, also diese Frau probiert, kommt eben mit ihrer wichtigen Frage, kommt da ein bisschen arrogant, überheblich daher. Und viele Männer würden probieren, ihr zu gefallen, ihr das Recht zu machen. Und er macht das genau nicht. Er läuft vor ihr weg und zeigt, er hat seine eigene gute Realität. Aber er bleibt ganz freundlich. Aber er wirkt abwesend, sozusagen. Er zeigt in eine andere Richtung und zeigt, dass sie unwichtig ist für ihn. Dass sein Leben wichtig ist, dass sein Leben gut ist. Und sie ist unwichtig. Sie kann ihn auch nicht belästigen. Sie kann ihn auch nicht beeindrucken mit dieser Frage. Und ihm geht was ganz anderes im Kopf vor. Er springt nicht über ihr Pferdchen. Er setzt sein eigenes Thema. Er hat im Kopf, er braucht eine Schere. Und das ist überstrahlt die Frage, die Frage der Frau. Sagen, dieses Problem mit der Schere, dass die Frau ist für ihn so unwichtig im Vergleich, weil sein Leben so wichtig ist im Umkehrschluss. Sie ist so unwichtig, ihre Frage ist so unwichtig, seine Schere ist wichtiger. Und das macht Eindruck bei Frauen. Das hat man, denke ich, auch hier gesehen. Sie ist erst so überheblich, herrisch und dann im Verlauf, dann fragt sie plötzlich in einem sehr viel freundlicheren Tonfall, ja, ob er denn jetzt vielleicht Zeit hätte, wo er mit der Schere fertig ist. Und wahrscheinlich, wenn er es gewollt hätte, dann hätte er sie auch irgendwie daten können, würde ich mal vermuten. Wenn er das wollte, will er natürlich nicht. Wer würde eine Frau, die sowas macht, die sich für sowas hergibt, wer würde die daten wollen? Was sagen Sie zu dem Mordfall? Können Sie es mal kurz halten? Nee. Ach, ist ja schade. Ja, also sagen, jetzt zeigt dir ja, du bist sozusagen für mich ein besserer Papierkorb. Du kannst es halten. Wenn du es nicht hältst, muss ich es leider wegwerfen. Auch hier bleibt er freundlich und ärgert sich nicht. Im Gegenteil, er ist gut drauf, aber er ist von ihr weggewandt. Und er läuft von ihr weg und in dem Moment, wo er einen Bekannten sieht, hat er sie scheinbar auch schon völlig vergessen. Er freut sich, seinen Bekannten zu sehen, grüßt ihn herzlich und ist gedanklich schon ganz woanders. Und sie steht ein bisschen bedröppelt da. Und jetzt gibt sie es auch auf. Sie hat gemerkt, die Frage bringt sie nicht unter und filmt noch, wie er weggeht. Die AfD-Politiker können sich eine Menge davon abschneiden, können sehr viel davon lernen. Den AfD-Politikern muss klar sein, dass die Journalisten gegen sie spielen. Dass sie aus welchem Grund auch immer eine Agenda haben. Wenn sie es nicht verstehen, warum, müssen sie es dennoch erkennen und akzeptieren. Müssen einfach verstehen, hier ist ein Feind. Diese Leute sind uns feindlich eingestellt. Sie sind von Hass erfüllt. Welche Gründe das hat, da kann man nur spekulieren. Ich habe schon ein Video darüber gemacht, was Gründe dafür sein können. Auf jeden Fall probieren diese Leute, die AfDler zu zerstören. Nicht weniger. Sie machen sich schlecht, entmenschlichen sie systematisch. Den AfDlern muss klar sein, diese Journalisten probieren, wann immer es geht, eine ungünstige Themenlenkung zu betreiben und Fangfragen zu stellen. Und sie müssen immer probieren zu verstehen, was bezweckt diese Frage und müssen die Aufmerksamkeit auf die Frage zurücklenken. Sie dürfen die Fragen nicht beantworten. Sie müssen
die Frage des Journalisten inhaltlich zerlegen. Sie sind im Gespräch frei. Sie können sehr wohl wählen, was sie sagen, ohne dabei unhöflich zu erscheinen. Ein gutes Beispiel dafür, wie man das machen kann, ist ein Phoenix-Interview mit Helmut Seifen und Markus Pretzell, das ich einmal analysiert habe. Die Journalistin stellt auch so bösartige Fragen, wie sie es nur kann, wo die Beantwortung, egal wie die Antwort auf die Frage ausfallen würde, es negativ für die AfD wäre. Und sie machen es richtig und lenken die Aufmerksamkeit auf die Frage. Wenn die AfD-Leute das Vorgehen der Journalisten nicht beleuchten, die unausgewogene Themenlenkung, die unfaire Behandlung im Vergleich zu anderen Parteien, wenn sie das nicht sofort konkretisieren in dem Moment, sondern brav über jedes Pferdchen springen, das ihnen hingestellt wird, dann legitimieren sie im Auge des Betrachters das Vorgehen. Dann ist es berechtigt, dass 90% der Zeit damit verbracht wird, dass die AfD sich für Rechtsradikalismus rechtfertigen muss. Wenn man der Verarschte ist, der die Dinge nicht bemerkt, wird man als dumm wahrgenommen. Und das ist unattraktiv. Die Leute wollen die Dummen nicht wählen. Besonders peinlich wird es dann, wenn die Dummen sich für die Schlauen halten. Das heißt, wenn die AfD denkt, die Journalisten und die Altparteien können es nicht besser. Sie sind zu doof. In Wahrheit aber spielen Medien und Altparteien die Dummheit nur vor und benutzen sie, um die AfD zu entmenschlichen. Ich denke, sehr viele Leute spüren dieses Spiel und sie schließen sich dem Stärkeren an. Und der Stärkere ist in diesem Fall der Schlauere. Und der Schwache ist der Dumme, der sich für schlau hält, aber der in Wahrheit der Drangsalierte ist. Bachmann hat im Gegensatz zu vielen AfD-Politikern erkannt, dass ein Spiel mit ihm gespielt wird. Dass die Fragen Verarsche sind. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Diese Erkenntnis muss sich bei der AfD in weiten Teilen noch durchsetzen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.